Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, heute eine Kurzerlegung. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hier im Hintergrund wirklich abging. Ich habe tatsächlich mehrere Anläufe probiert, aber ihr habt recht. Also mein Mikrofon, das geht hier immer krachen. Und als ich jetzt dachte, gut, ich habe es im Kasten, gucke ich mir das Video an und da ist jetzt gar kein Ton. Und ich habe jetzt erstmal ein bisschen was gegessen. Und es ist aber auch so, dass mein kleiner Charlie heute Mittagskind ist. Wir haben heute noch ein bisschen was vor. Wir wollen heute zu IKEA fahren. Ja, ich habe mir überlegt, ich brauche mal irgendwas Schönes noch für die Stube. Ja. Jedenfalls, das soll jetzt nicht Thema sein, aber ich habe echt nicht mehr viel Zeit und habe mir aber so gedacht, nö, es ist ja Wochenende und ich möchte euch ja jetzt auch nicht stehen lassen, aber seht es mir nach, falls ich jetzt vielleicht wirklich nur noch eine kleine Legung hier schaffe. Ich habe auch hier eine Uhr, da muss ich jetzt immer drauf schauen nebenbei. Nicht, dass ich noch vergesse hier, während ich euch das hier drauf quatsche, noch meinen Kleinen abzuholen. Ne? So, aber gut, passt auf, es ist wie es ist, ne? Vielleicht sollten es auch Messages sein, die du nicht erfahren solltest. Vielleicht war es einfach lange Rede gar keinen Sinn. Vielleicht sollte ich auch heute überhaupt keine Legung starten. Ich weiß es nicht. Aber ich probiere es jetzt einfach ganz klassisch wieder mit einem Headset. Ne? Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten. Bitte gib mir Botschaften auf die Frage, was man hier über dich denkt. Was könnten hier so die Gedanken sein an dich von deinem König, von deiner Königin? Ihr seht es auch schon, ne? Mein Lippenstift ist auch nicht mehr der freshste. Oh, Kummerkarte. Es kann sein, dass jemand weiß, dass du traurig bist. Kann das sein, dass du traurig bist? Oder jemand weiß, dass du traurig bist. Punkt. Was geht denn hinter den Kulissen ab? Jemand weiß, dass du enttäuscht bist. Was geht hinter den Kulissen ab, wovon du nichts weißt? Plant man irgendwas? Die drei der Stäbe. Man macht sich im Hintergrund Gedanken darüber, wie es mit euch weitergehen soll. Aber trotz all dem, was empfindet man für dich? Was empfindet man für dich? Man will dich wiederhaben. Wow, ich lasse es so stehen. Wovor hat man Angst? Hat man irgendwelche Ängste? Page of Pentacles. Man hat so eine Befürchtung, dass man das, was man dir zu bieten hat, wo man weiß, das kann man dir wirklich bieten, dass du das nicht annehmen könntest. Aber was wäre hier der mögliche Ausgang? Ein klärendes Gespräch. Klarheit und Wahrheit wird jetzt hier auf dich zukommen, mein Engel. Jemand wird bald klar und ehrlich mit dir noch mal reden wollen. Wie sieht es denn mit diesen Karten hier aus von Nadine Breitenstein? Was möchte man denn sagen? Oder gibt es hier irgendeine passende Karte? Oh, wir haben hier den Ritt ins Verderben. Jemand weiß, dass du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen konntest oder
bald nicht mehr sehen wirst, aber das ist ein Szenario, was sich hieraus entwickelt. Es kann sein, dass man dich wirklich in eine Abwärtsspirale gebracht hat, in einer gewissen Art und Weise. Das ist das, was hier jemand weiß. Es tut hier jemandem mega leid, dass man dir wirklich nicht das geben konnte, was du verdient hast. Aber man kommt mit einem anderen Angebot, weil man dich ja doch in seinem, ihrem Leben behalten möchte. Und möchte dir das hier klar kommunizieren. Man weiß einfach, dass du hier enttäuscht sein könntest. Und man hat auch gewisse Ängste einfach davor, dass du das, was man dir jetzt bald anbieten wird, vielleicht nicht annehmen könntest. Ja, jemand überlegt wirklich, wie es weitergeht. Jetzt möchte ich aber dazu mal wissen, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie es mit dir weitergehen soll im Hintergrund, auf welche Gedanken kommt man denn da so? Auf welche Möglichkeiten sieht man denn mit dir? Ja, du bist halt das, was man wirklich in dir sieht, ist, dass du ein mitreißender Impuls bist, dem man nur schwer aus dem Weg gehen kann. Also du bist hier ein Mensch, du hinterlässt einen Fingerabdruck gefühlt und du hinterlässt Spuren. Du hast Spuren in ihm, in ihr hinterlassen, auch wenn du jetzt am Ende vielleicht jemand bist, der oder die wirklich traurig ist. Die Möglichkeiten, die man hier einfach sieht, ist, dass man weiß, man kann sich bei dir entspannen, man kann sich bei dir wohlfühlen, man kann sich bei dir fallen lassen. Es geht einem nach einem bestimmten Treffen immer besser als schlechter. Daran denkt man eben halt, ne? Und nun ist eben auch die Frage, wenn ja gefühlt alles irgendwo passt, warum entscheidet man sich dann nicht für dich? Dann hat das wirklich etwas eben wie beschrieben mit Bindungsangst tatsächlich auch zu tun. Ja. Und hier tut jemanden etwas wirklich sehr leid, dass du am Ende wirklich so dastehst oder dass man dich so dastehen hat lassen, dass du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. Man will dich aber wiederhaben. Gerade weil du so viel vielleicht auch zu geben hast. Jetzt gucke ich mal, warum will man dich denn wiederhaben oder was ist hier jetzt die Intention? Ach du Scheiße. Sorry, mein Ausdruck, ich habe die 10 der Kelche und die 10 der Münzen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich habe noch nie so eine Kombination, glaube, auf einmal gehabt und nebeneinander. Ich habe die Karten gemischt, ihr habt es gesehen. Was will man wieder haben? Es ist wie in Resonanz mit der letzten Legung. Das alles, was man mit dir hatte, es war wirklich alles für ihn, für sie. Warum auch immer hier etwas gekommen ist oder noch kommen wird, warum du traurig bist. Was will man wieder haben? Man will die Liebe. Man will das Herz. Man will eben die Stabilität. Das irgendwie hattet ihr vielleicht eine schöne Zeit. Aber ich muss dir auch wirklich sagen, es ist hier echt so, das, was du zu geben hattest, das möchte man gerne wieder. Diese Sicherheit, diese Stabilität, dieses Vertrauen zu wissen, dass du treu bist, dass du loyal bist, dass du ihn oder sie wirklich vom ganzen Herzen liebst oder geliebt hast. Ich kriege hier so eine Entschuldigung rein von, ich wollte nicht, dass du traurig bist. Ich wollte dich nicht verletzen.
Wie geht es weiter mit euch? Ja, ich will, dass wir das wieder genießen, was wir hatten. Warum will er oder sie dich zurück? Ganz einfach, weil du in Ehrlichkeit, in Wahrheit alles für ihn bist. Beziehungsweise du bist alles für sie. 10 der Kelche, das ist wirklich Liebe. Die 10 der Münzen, das ist Reichtum. Jackpot. Den Jackpot in der Liebe. Das will man zurück. Man will seinen Jackpot hier zurück. Also man weiß sehr wohl, was man hier an dir hat. Aber irgendetwas ist hier nicht richtig gelaufen, ne? Deswegen bin ich auch gleich auf das Thema zurückgekommen von, an sich hast du doch alles. Ne? Mit diesem mitreißenden Impuls, den man nicht ausschlagen kann. Es ist so ein bisschen, bist du wie Urlaub, man kann entspannen, es ist ungezwungen, solche Dinge. Ne? Also ich habe ja jetzt immer von einem stabilen Bindungstypen gesprochen. Was macht denn den überhaupt aus? Das ist, wie ich es eben gesagt habe, einmal, dass du in Bindung sein kannst, aber auch kein Problem damit hast, auch mal ein bisschen autonom zu sein, ja, ein bisschen mal beiseite zu rücken oder mal dein eigenes Ding zu machen und trotzdem zu vertrauen. Und ich habe das Gefühl, er oder sie kann das bei dir. Eine ganz andere Dynamik findet hier statt, wenn man mit dir zusammen ist. Und da fühlt sich jemand sehr wohl. Aber warum will man dich zurückhaben? Die 10 der Kelche und die 10 der Münzen. Weil man merkt, dass du einfach alles für ihn, für sie bedeutest. Du bist alles für ihn, für sie. Aber was hat es mit dem Angebot auf sich? Was ist das für ein Angebot, wovor man ja doch Angst hat? Wow, ne? Das geht ja runter wie Öl heute. Das Angebot einer langfristigen Beziehung voller Zukunft. Kann das sein, man hat Angst davor, dass du mit ihm oder ihr nicht mehr zusammen sein möchtest? Dass du nichts mehr von ihm oder ihr wissen willst? Oder man hat Angst davor, wirklich zu sagen, jetzt entscheide ich mich komplett für dich. Das ist ja wirklich eine Beziehung voller Zukunft, eine Glückskarte. Und man hat vielleicht gleichzeitig, man weiß, dass du sein ihr Glück bist. Und es macht ihm oder ihr Angst, vielleicht da auch eine Entscheidung zu treffen. Ich weiß es nicht, aber ich kriege hier immer mehr so rein, das ist wie nicht von dieser Welt, das, was man mit dir hier wirklich hat. Du bist hier alles für jemanden. Oder du könntest hier wirklich alles für jemanden sein oder bald wirklich bedeuten hier. Was gibt es denn für ein klares Gespräch über Wahrheiten oder dass man... kleinen Augenblick. Es könnte Gespräche geben über einen Mann oder über eine Frau, der oder die vielleicht konstant in seinem, ihrem Leben ist. Diese Karte ist aber runtergefallen. Und da könnte es auch darum gehen, warum dieser Mensch vielleicht hier runterfällt in seinem, ihrem Leben. Warum man von diesen Menschen gar nichts weiter mehr wissen will. Es könnte sein, dass du skeptisch bist, dass du wirklich traurig bist, weil hier vielleicht noch eine andere Person eine Rolle spielen könnte. Und es kann sein, dass man dir das bald klar erzählen möchte. Der Ritter der Stäbe. Tod. Du könntest traurig sein, weil du das Gefühl haben könntest, hier ist noch ein anderer Mensch an seiner, ihrer Seite. Das kann natürlich physisch auch so sein. Aber ich sehe auch hier, dass er dir erzählen wird oder hier will jemand etwas aufklären. Aber ich kann dir auch sagen, dass man hier
mit irgend oder mit mehreren Frauen, mit mehreren Männern, keine Ahnung, die hier drumherum sind, da läuft nichts mehr. Man würde dir Wahrheit hier über alles offenbaren, was dich traurig macht. Und dass du alles bist für ihn, für sie. Und dass man sich wohlfühlt, frei fühlt bei dir, aber dass man Angst davor hat, dieses Angebot wirklich anzunehmen, weil du bist ja wirklich für ihn, für sie die Beziehung voller Zukunft, wo man wirklich alles, wo man sich wirklich alles mit dir vorstellen kann. Aber hier steht etwas im Raum wegen einer anderen Person. Und man möchte es aufklären, dass es sein kann, dass man hier flirty-hurty vielleicht auch unterwegs war. Dass es sein kann, dass die hier irgendwas auch miteinander hatten. Aber dem ist nicht mehr so. Wow. Jetzt bin ich echt am Überlegen, was habe ich für dich denn noch speziell für eine Karte? Transformation. Ich glaube, ich stehe im Wald, ne? Lippenbekenntnisse. Sich nicht für dich bekannt haben, das soll sich hier verändern. Also ich habe hier das Gefühl, jemand will sich zu dir bekennen. Weil man ja eh merkt, dass du alles für ihn, für sie bist. Und man wird auch ehrlich hier sein, was es mit einer bestimmten anderen Person auf sich hat. Da läuft nichts mehr. Und das, was bei dir nicht mehr laufen soll, sind blasse Gefühle, die man dir zeigt, Lippenbekenntnisse, das soll sich verändern. Was will denn er oder sie in deine Richtung demnächst tun? Klärende Gespräche haben wir ja schon geklärt, aber gibt es hier eine Quintessenz für euch beide vielleicht auch? Also die großen Karten, ne? Oh mein Gott, wir haben den Teufel und wir haben Justice. Ja, man will das wieder gut machen, ne? Dass man dir das irgendwie so ganz anders aufgezeigt hat. Dass du hier in den Ritt des Verderbens bist, dass man so Brainwashing gemacht hat, dass du immer verwirrter geworden bist, aber dem ist tatsächlich nicht mehr so. Es ist tatsächlich viel positiver, als du dir das vielleicht vorstellen kannst. Es kommt Fairness rein, es kommt ein Ausgleich rein. Man möchte etwas wieder gut machen. Spielerischer Streit. Mehrere Menschen. Mehrere Menschen sind hier. Mehrere Menschen, Illusionen. Es kann sein, dass er dir sagen will, ich habe das schon immer so getan. Ich habe irgendwie immer jedem nur das gegeben. Nicht mehr als das, als eine Illusion. Als dass man sich verrennt und das Gefühl hat, man steht im Wald. Man streitet sich ja auch, man diskutiert ja auch, was ist ehrlich, was ist wahr, was ist Lüge, was habe ich nicht erkannt, wo hatte ich die rosarote Brille auf. Also hier kommen ja mal Wahrheiten auf den Tisch, das ist der Wahnsinn. Tja, und hier hast du dann, hat hier, man kommt immer wieder darauf hin, wirklich darauf aufzubauen, dass das in naher Zukunft bzw. auch in ferner Zukunft hier zwischen euch wirklich wieder läuft. Jemand will dich zurück, jemand will dir Aufklärung geben, es kommen Zugeständnisse, man weiß, man hat dir das Gefühl gegeben, du, das ist der Ritt ins Verderben hier. Aber die Wahrheit dahinter ist ja, dass du alles bist für ihn, für sie. Du hast alles, was man braucht. Und man ist an sich wirklich man hat mit dem Glück mit dir gespielt. Falls du denkst, hier ist noch irgendwie eine andere oder so, hier könnte etwas wirklich gewesen sein, aber das ist vorbei.
Herausforderungen. Vielleicht ist das auch die Herausforderung, aber die Kraft, ne? Also hier ist, kommt jetzt eine Herausforderung oder ihr seid schon mittendrin, wo du traurig sein wirst. Wo man aber auch bereut, dass man dich so herausgefordert hat, dass du immer auf so einen Trip warst von ich muss hier mich wehren, ich muss Krallen zeigen, das kann, ich will nicht, dass man so mit mir umgeht. Dass du dich immer irgendwie glaubtest zu beweisen, das kriege ich auch rein. Dass du immer glaubtest kämpfen zu müssen. Du wolltest hier einen Menschen wirklich unbedingt und das ist absolut nicht schlimm. Und jemand weiß das sehr zu schätzen, weil dadurch merkt man ja auch, das, was du investierst oder investiert hast, wie wichtig dir dieser Mensch ja am Ende wirklich war. Und er oder sie merkt das aber auch. Ich weiß nicht, ob überhaupt in seinem, ihrem Umfeld jemand so viel gegeben hat oder ob nicht er oder sie der oder diejenige war, immer viel zu geben. Jedenfalls ist hier ein König, eine Königin, der oder die hat hier viel gegeben. Und plötzlich durch dieses viele Geben merkt man einfach, durch dieses, was man so viel bekommen hat, merkt man einfach auch, dass du alles bist. Es hat bisher niemand so viel investiert. Aber man hat mit genau diesem Glück gespielt. Und ich habe hier jemanden, der traurig ist. Auch wenn es schon länger her ist, vielleicht. Hier ist noch eine Traurigkeit. Aber man möchte es wirklich klären, weil hier merkt jemand, ich möchte dich nicht gehen lassen. So, man wird die Kraft haben, die Herausforderungen hier anzunehmen und eben auch zu meistern. Welches Portal unterstützt euch dabei? Seht ihr, ich wollte eine kurze Legung machen. Ja, ein bisschen kleine Mühe, Zeit habe ich noch hier. Welches Portal wird euch jetzt hierbei unterstützen? Wir haben Akasha-Sternentor, der Aufgabe verbunden, am Scheideweg, kein Weg ist falsch. Ja, hier könnt ihr euch aussuchen, ne, wie es dann letztendlich wirklich weitergehen soll. Aber ihr kommt an einen Scheideweg. Ich schaue jetzt in die Karten rein, was das für ein Scheideweg sein wird. Und du wirst aber für dich persönlich erkennen, welchen Weg du wirklich gehen wirst. Der Scheideweg ist, sich wirklich kennenzulernen. Wo man wirklich authentisch ist und wahrhaftig treu und loyal einem gegenüber. Der Scheideweg wird hier wirklich sein, dass man sein Herz einander gegenseitig öffnet und wahrhaftige Gespräche führt, etwas ausdiskutiert. Es kann sein, dass du auch das Gefühl hattest, eine lange Zeit, ich kenne diesen Menschen gar nicht mehr. Er oder sie ist mir fremd geworden. Das ist das, was euch hier beide unterstützt. Kein Weg ist falsch, aber lernen wir uns doch jetzt erstmal richtig kennen. Ohne diese Scheinharmonie. Zeig doch mal, wer du wirklich bist. Und dann kann man ja wirklich schauen, gehe ich da mit oder gehe ich da nicht mehr mit. Ja, hier kommt Wahrheit. Hier kommt jemand, der seine Maske wirklich runterreißt und dir scheinbar hier das wahre Selbst zeigen möchte. Oh, also ich bin heute fertig, ne? Es reicht dann mit den Kartenmischen heute. Ja, weil es ist die vierte Legung, die ich nicht rausgebracht habe und die Karten, die sind hier auch schon störrisch. Schon wieder Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Mach dir klar, was du willst und werde entsprechend aktiv. Das Bedürfnis nach Entgiftung. Scheideweg. Klarheit. Gespräche von Herz zu Herz. Sich wirklich erkennen. Sich wirklich so anzunehmen. Und offen zu sein, was hier wirklich die Macken sind voneinander. Es hängt jetzt alles davon ab, wie man jetzt miteinander umgehen wird und auch mit der Wahrheit, die hier auf den Tisch kommt. Ne? Könnten so sein, dass jetzt hier Wahrheiten noch auf den Tisch kommen. Okay?
Aber du sollst dir auch klar machen, oder ihr beide, was ihr hier wirklich wollt und dass das auch letztendlich zu einer Art Entgiftung eben führt. Ja, dass das sich nicht so anfühlt hier, ey, bin ich jetzt hier wirklich in einer toxischen Verbindung oder eben nicht. Ich sehe, dass er oder sie bereit dafür sein wird, sein innerstes Wesen dir gegenüber wirklich zu enthüllen. Und gleichzeitig auch zu einer Entscheidung mit dir zu gelangen, wie es zwischen euch hier jetzt weitergehen, wirklich weitergehen soll. Was wird denn hier prophezeit für diese Verbindung? Ja, ihr seht schon, ne, die Karten sind hier unruhig. Ich mische noch mal kurz und ich höre jetzt wirklich bald auf hier. Ja, vielleicht geht es auch um die Entscheidung, dass man hier tatsächlich sich für sich entscheidet, aber. Die Prophezeiung, schon wieder die 10 der Erde, das gibt's doch nicht, schon wieder Jackpot. Man will sich für dich entscheiden. Du verzauberst sein, ihr Leben, immer und immer wieder. Entscheidung, wo soll die Entscheidung hinführen? Zum Jackpot. Was habe ich hier gehabt? Jemand will dich wiederhaben, aber warum will dich jemand wiederhaben? Ja, große Liebe und Jackpot. Eine Entscheidung, wohin? Jackpot. Du, mein Engel, es werden Dinge geklärt. Es ist nicht so, dass du den Ritt ins Verderben machst, aber man hat es so aussehen lassen. Und das könnte dich hier mächtig verwirrt haben. Aber warum hat man es denn so aussehen lassen? Warum hat man es denn, ups, so aussehen lassen? Als wärst du im Ritt des Verderbens, als würdest du im Wald stehen. Warum hat man so ein Brainwashing gemacht? Ja, man hat einfach versucht, man wollte, dass es erstmal im Flow bleibt zwischen euch. Man hat versucht, Harmonie herzustellen, aber ich nehme so wahr, es war immer so eine Scheinharmonie. Man wollte, dass es dir gut geht. Tatsächlich. Aber man hat das Gegenteil damit erreicht, weil du bist ja nicht blöd, ne? Irgendwie hast du ja geschnuppert, dass irgendwas nicht stimmt. Du hast ja geschnuppert, dass was nicht stimmt. Ja. Die vier der Dingens, die vier der Stäbe. An sich warst du immer stabil in dir selbst. Du hast das alles schon gerochen, dass irgendwas nicht stimmt. Es war schon so ein bisschen Brainwashing von seiner Seite, ihrer Seite, damit du irgendwo immer, damit du ruhig bleibst, ja, also damit du dich nicht aufregst oder irgendwas. Aber man hat ja da irgendwie das Gegenteil erreicht, ne? Aber ich habe eine Feier, Frieden, vielleicht auch eine Familie, die hier entstehen kann, aber wirklich die Entscheidung zugunsten für dich. Leute, heute ist nicht mehr mein Tag, ne? Wo die Karten überall hin wollen. Aber schaut euch mal an, was gefallen ist. Ihr werdet es mir nicht glauben. Ich liebe dich. Ich habe mein perfektes Gegenstück mit dir gefunden. Ich möchte dich umarmen. Es tut mir leid. Ist das krass? Hier habe ich heute eine Legung, meine Lieben. Ganz dolle wichtig. Wir haben alle eine eigene Intuition, einen eigenen freien Willen. Macht euch wirklich bewusst, ihr braucht diese Kartenlegung hier dafür nicht, um euer Leben auf die Kette zu bekommen.
Ich kann wirklich das Sprachrohr für dich sein, das Unbewusstes hier hochkommen könnte oder zumindest vielleicht meine kleine Erklärung für das, wenn hier Leute irgendwo schweigen. Was ich hier lege, ist etwas, was wirklich in eine Entscheidung übergeht bis hin zu einer festen Partnerschaft und dass man aber auch wirklich merkt, dass das Liebe ist, dass man sich wirklich liebt, dass man zusammen sein will und dass man weiß, was man an dir hat und dass hier jemandem etwas wirklich leid tut. Und das ist eine wunderschöne Legung. Ich weiß aber auch, dass das für manche eine Märchenlegung eben ist. Aber für manche kann es wirklich jetzt zutreffen. Und das ist echt wunderschön. Wenn dem nicht so ist, war es mir eine Freude, dich jetzt einfach mal einzuladen, um zu träumen. Um mal wieder so ein bisschen, Mensch, ja, so stelle ich mir das vor. So möchte ich das gerne haben. Jemand, der mit mir wirklich mal was klärt. Für jemanden, für den ich wirklich alles bin. Jemand, der mich wirklich liebt und einfach nur umarmen möchte. Jemand, der bereit ist, sich für mich zu entscheiden. Das ist das, was ich hier habe. Und zumindest ist es für einige meine Vorstellung, wie es wirklich sein sollte, ne? Wow. Meine Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns am Sonntag zur Wochenlegung dann nochmal. Ich kreiere jetzt am Wochenende wirklich einen Plan, auch wenn ihr sagt, Königin, mach wie du denkst. Ich werde es jetzt trotzdem tun. Jetzt habe ich das Ganze eingeleiert. Aber ich brauche ja für mich auch noch einen Plan wegen meinem Studium noch ein bisschen. Ne? Ich habe euch lieb. Ciao.